Scholz soll Regierungsarbeit der SPD koordinieren. Paritätische Besetzung und Regionalproporz. Die SPD hat sich die Ministerfindung nicht leicht gemacht. Seit Donnerstag sickerten die Namen durch, die die Posten übernehmen sollen. Vor allem teamfähig soll das Tableau sein, sagte der kommissarische Parteivorsitzende Olaf Scholz zu Beginn einer Pressekonferenz in Berlin. Scholz sei ein großer Gewinn für die Bundespolitik, sagte Fraktionschefin Andrea Nahles, als sie den neuen Finanzminister vorstellte. Er sei zudem einer der profiliertesten Finanzpolitiker der Republik. Als Vizekanzler ist Scholz künftig zusätzlich zu seiner Arbeit als Finanzminister für die Koordinierung der 6 SPD-Minister zuständig. Heiko Maas übernimmt das Außenministerium. Hubertus Heil wird neuer Arbeitsminister und Katharina Barley übernimmt das Justizressort. Die Sozialdemokraten beriefen zudem zwar in der Bundespolitik neue Gesichter, die bisherige Bürgermeisterin des Berliner Bezirks Neukölln, Franziska Giffey, soll das Familienministerium leiten, das Umweltressort bekommt die nordrhein-westfälische SPD-Generalsekretärin Svenja Schulze. Staatsminister im Auswärtigen Amt bleibt Michael Roth. Die SPD-Abgeordnete Michaela Mündefering wird Staatsministerin für internationale Kulturpolitik. Scholz dankte den bisherigen SPD-Ministern, die nicht mehr in der künftigen Bundesregierung vertreten sein werden. Das sind der bisherige Außenminister Sigmar Gabriel, Umweltministerin Barbara Hendricks und Wirtschaftsministerin Brigitte Tsipras.